Servus Leute. Hi. Also, willkommen im J&M Angelteam hier. Wie gesagt, Mike, Nico, Jonas hier, alle am Start. Heute probieren wir es auf Karpfen, haben wir gesagt, gell? Ja. Ja, 5 Uhr aufgestanden, 6 Uhr am Gewässer, so muss das sein, wenn Anglern. Ja, aber was tut man nicht alles für sein geliebtes Hobby? Und jetzt nehmen wir euch mit auf unseren Trip heute und hoffen, dass wir was Schönes fangen hier in unserem Vereinsgewässer. Ja, habt ihr noch zu sagen? Ja, mal nochmal zu den Ködern. Wir, also heute, die zwei hier angeln mit Mais an seinen zwei Routen. Ich an einer auch mit Mais, an der anderen angel ich mit Boili. Habe ich bis jetzt hier an diesem Gewässer noch nie probiert. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Es gründet schön und wir hoffen, wir fangen was. Ja, wir sind sehr zuversichtlich. Ja, wie sonst schon bei J&M Angelteam stellen wir nachher noch alles Teil für Teil vor, sodass ihr gut nachvollziehen könnt, wie wir die Fische fangen. Und hoffen so, dass wir doch auch selber noch was fangen und so ein tolles J&M-Video entsteht. Also Jungs, hat es geklappt mit dem Karpfen, hoffen wir mal. Schauen wir mal, was wir da haben. Also es passt. Mal schauen, was es für eine Größe ist. Zeigen wir euch dann alles gleich. Boah! Monster, oder? Ja, das ist ein ganz schöner. Guck mal, die Scheiße. So, also ja, das dürfte ein richtig guter sein. Der hat jetzt glaube ich 2 oder 3 Mal gebissen, aber wir haben ihn noch nicht richtig gehakt bekommen. Aber jetzt hängt er richtig gut. Ich hoffe, dass wir den rauskriegen, okay? Ja, also der will es echt wissen. Ich hoffe, dass es ein richtig schöner ist, also wie es sich anfühlt, ist es ein richtig schöner. Oh ja. Wir haben jetzt 8:55 und sind jetzt damit 3 Stunden hier. Ja, hat sich früh aufstehen echt gelohnt. Ja. So ein Monster. Wir fühlen uns hier gerade wie beim Hochseeangeln, weil so einen schönen großen Karpfen hat man schon lange nicht mehr. Oder besser gesagt, hat man noch nie. Und deswegen sind wir da lieber ein bisschen vorsichtiger. Der gibt sich noch lange nicht. Das dauert noch. Boah. Ich hab mich gut nicht gezogen. Stimmt. Auch mit Zuhörern. Mit Rute drauf. Nein. 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 Oh Mann. Zeugs, leider verloren den Karpfen. Aber wenn wir Glück haben, fangen wir nochmal ein. Also, so Leute, also wir haben jetzt gerade einen riesengroßen Karpfen verloren. Der hatte ungefähr 80 bis 90 cm, war einfach riesengroß. Der hat an unserem alten Platz leider, ich glaube, vermutlich die ganzen Fische verscheucht, weil da jetzt nichts mehr ging. Und das war jetzt halt ein bisschen blöd. Deswegen haben wir jetzt den Platz gewechselt und schauen, ob wir hier vielleicht noch einen Karpfen landen können. Was vielleicht echt cool wäre. Okay, es wäre echt cool. Ja, deswegen Platzwechsel, damit ihr wisst, was so abgeht. Also zu den Ködern. Wir haben einmal den normalen Sonnenmais, mit dem gehen wir auf Karpfen und kleine Friedfische. Dann hier die Boilies, das sind Erdbeersahne-Boilies. Die kennen die Fische zwar noch nicht, aber wir versuchen sie daran zu gewöhnen. Deswegen haben wir ein paar reingeschmissen, auch beim Anfüttern haben wir Gemisch gemacht mit Mais und Boilies. Haben dann schöne Fläche,
abgedeckt und hoffen wir, dass wir jetzt noch was fangen mit Mais oder Boilies. Also Leute, noch was zum Karpfen anfüttern. Und zwar haben wir zum Anfüttern benutzt Mais. Wir haben den in so eine Dose gemacht, haben dann mit Haferflocken ein bisschen Festigkeit reingebracht, haben dazu noch ein bisschen Vanillezucker reingemacht, weil das lieben die Karpfen, also zumindest bei uns am Gewässer. Kann man auch mal ausprobieren zu Hause bei euch. Also bei uns mögen die das halt so ein bisschen süß. Dann haben wir noch ein paar von Mike seinen Boilies schön, was sagen wir, geviertelt und geachtelt, damit eben die auch kleinere Fische sie ein bisschen, ja, können mit sie halt essen können. Ja, damit haben wir halt, wie Nico gesagt hat, eine schöne große Fläche abgedeckt, um die Karpfen auch an die Boilies zu gewöhnen und eben dafür zu sorgen, dass die Karpfen an dem Spot bleiben. Ja, haben wir eben nur Partikelfutter benutzt. Ja, wie gesagt, Haferflocken und Mais. Partikelfutter macht die Karpfen nicht satt, hält sie lange am Platz. Und das sollte so funktionieren. Also jetzt nochmal hier zu unserem Partikelfutter. Eben in der Plastikdose. Haferflocken, Mais und noch ein bisschen Anfutterzeug. Und das gibt halt ein schönes, ordentliches Partikelfutter, sodass die Karpfen nicht satt werden, aber trotzdem am Platz lange verweilen. Und so dürfte es heute funktionieren. Und wir hoffen, dass wir doch noch einen Karpfen fangen. So Leute, also es hat doch noch geklappt mit dem Karpfen. Also mit der da hinten holt die mal einer. Nico? Da hinten. Mike, nicht die Bremse zu stark zu. Nico, lauf noch ein Stück weiter weg. Genau. Mike, du machst das sehr gut. Genau, Kurbel so eingestellt, dass der Fisch schön abzieht. Ja, das hat uns jetzt alle sehr überrascht. Boah, ist halt voll drauf. Haben wir da eigentlich angefüttert? Jetzt. Nein. Also direkt nach dem Platzwechsel wollten wir eigentlich gerade noch das Zeug zurückholen. Und es hat ziemlich gut funktioniert. Ach du, da hinten ist noch eine Pose. Gut, also Mike freut es natürlich auch, dass wir jetzt doch noch was fangen. Direkt nach dem Platzwechsel. Muss man aufpassen, dass er nicht ins Schilf geht. Jetzt ist er aber langsam rot. Also der Karpfen hat kurz nach einem Regen gebissen. Das könnte auch noch interessant sein, weil eben der Regen jetzt ein bisschen kaltes Wasser gebracht hat. Und da hat der Karpfen ziemlich schnell gebissen. Jetzt Nico, komm mal langsam her. Warte, was willst du jetzt machen? Zieh ihn drüber. Ganz ruhig. Gut. Genau, so okay. Macht man das in den Kescher. Sehr gut, ist gleich hoch. Genau. Also dann. Nächster. So. Wie versprochen, klappt der Schuppi jetzt wieder zurück. Ich gib ihm ja schon Zeit, gell. Zack. Ich gib ihm Zeit und weg. Der hat Power. Hat sich gut erholt. Passt. Top, oder? Also hey Leute, so jetzt mal eine kleine Runde zur Montage. Ich angle hier mit einer zweiteiligen Steckroute, die von Damm, die Records bin, also 2,40 lang, ein Wurfgewicht von 20 bis 40 Gramm und dann eine Station, also eigentlich ist eine Spinrolle, aber ich nehme es zu der Nutze für Karpfen, eine Red Masters in der 2000er Ausführung. Dann habe ich eine 0,25er mm Schnur drauf, dann habe ich an die Schnur, habe ich hier noch einen Gummistopper hingemacht. Dann eine 8 Gramm Pose. Gut ausgebleit. Dann ein Wirbel.
ein 40 cm lang oder 60 cm langes Vorfach. Dann so ungefähr in der Mitte habe ich noch ein ganz minimales Schrotblei hin. Ein 8er, ein 2er Haken und 2 Maiskörner. Darauf habe ich jetzt gerade der erste Karpfen gefangen. Die anderen werden noch folgen, hoffe ich. Also jetzt mal was zum Wetter. Wo wir heute Morgen hingekommen sind, war es natürlich noch dunkel. Dann, wo es heller wurde, war es echt schön, weil dann so Nebel übers Wasser gezogen ist. Es war echt, also es war kalt. Und jetzt gegen Mittag hin ist ein bisschen ziemlich bewölkt. Und vorher hat es auch mal ganz schön angefangen zu regnen. Nach dem Regen hat er gleich schöne Karpfen gebissen. Und jetzt ist an sich relativ warm, wie man sieht, hier nur im Pulli. Und ja, also so sieht man mal, wie die Fische vom Wetter her abhängen. Beim Regen könnte ich mir vorstellen, dass die schätzen, da fliegt Futter ins Wasser und dann suchen die und dann fressen die deinen Köder. Und von daher sind die Fische schön halt wetterabhängig. So, das schönste Geräusch beim Angeln, aber beim Karpfenangeln ist immer noch das hier. Guten Tag nochmal. Also Mike, wie fandst du heute den Tag? Einwandfrei. Ein schöner, großer Karpfen verloren. Wie groß war er schätzungsweise? Ja, also der Karpfen, den wir verloren haben, der war ungefähr so, also gute 80 cm, vielleicht sogar 90. Das war ein richtiger Kavenzmann. Der hat richtig ordentlich gemacht. Also die Schwanzflossen haben wir auf jeden Fall gesehen. Den Fisch nur schemenhaft, die Schwanzflosse war ungefähr so groß. Was auf einen ziemlich großen Fisch schätzt. Wir haben ihn ganz kurz gesehen, also der war schon so groß. Ja, so auf jeden Fall. Ja, Mike, und sonst, recht vom Tag. Also ja, da wir den dann verloren haben, sind wir da noch 2 Stunden sitzen geblieben. Aber wie wir schon am Anfang, wo er weg war, haben wir schon gewusst, damit wird jetzt nichts mehr kommen. Da haben wir gesagt, haben wir beschlossen, nach langem Diskutieren, dass wir haben gesagt, wir setzen uns hier auf den Mittelsteg, worauf ich meine Route ausgebracht habe. Und dann wollten wir noch die restlichen Sachen holen, den Schirm. Dann auf einmal hat mein Piepser losgegangen. Hier der Jonas, der Kollege, hat gut angehauen für mich. Und daraufhin habe ich den schönen Karpfen gefangen. Und ja, ansonsten, der Tag war echt geil hier mit den Angelkollegen hier. JNM-Team, passt. Ja, vor allem muss man sagen, fürs Wetter, das am Anfang noch ziemlich trügerisch aussah, hat es auch ein paar Mal geregnet leicht, aber es hat eigentlich ziemlich gut gepasst. War ein bisschen Abkühlung dabei, wobei, was weiß ich, wie warm hat man es denn? Oh, also wo wir heute Morgen um 6 losgefahren sind, hatten wir 7,5 Grad. Und wo wir, also das war bei uns unten, wir wohnen ja nicht alle im selben Ort. Und dann, wo wir hier oben waren, war es wesentlich kälter, hat es so ungefähr, wie viel Grad wird es gehabt haben? Ja, so 6-7 Grad. 6-7 Grad wird es schon gehabt haben. Das Wasser ist natürlich noch kälter. Aber trotzdem, es war echt ein schöner Tag. Ja. Und ja, jetzt sind wir dann bald 9 Stunden am Gewässer. Ich würde sagen, wir packen so langsam zusammen. Uns ist ja ein bisschen kalt geworden, sind noch ein bisschen müde. Ja, aber ich würde sagen, war ein richtig schöner Tag. Wie gesagt, immer, wenn euch das Video gefällt, Daumen nach oben. Wenn euch das Video nicht gefällt, da unten ist eine Kommentarliste, könnt ihr reinschreiben, was euch nicht gefällt, was wir verändern sollen, was wir verbessern sollten. Also, dass wir auch wissen, was euch gefällt. Ja, sonst. Und die ganz coolen unter euch drücken auf den roten Button unten, wo Abonnieren dran steht. Ja, und auf Facebook sind wir natürlich auch noch. Könnt ihr uns mal schauen, vielleicht findet ihr uns. Mich unter Jonas von JNM Angeln. Mich unter Mike von JNM Angeln. Ja, ja, unsere Seite natürlich auch. Der Nico kommt dann auch demnächst. Würde ich sagen, passt soweit. Wir sehen uns im nächsten Video. Jo. Das JNM-Team wünscht euch ein Petri Heil, viele Fische und bleibt Angler.